Leute, das war irgendwie niedlich, aber schon recht nutzlos. Im Mando Staffel 3 Finale haben wir endlich mal Mausdroiden in Aktion gesehen. Wir wissen aus verschiedenen Quellen, dass Mausdroiden sehr nützlich waren, aber auch relativ dumm. Sprich, sie konnten eigentlich nur für eine Aufgabe zur gleichen Zeit programmiert werden. Putzmausdroiden konnten nur putzen. Botenmausdroiden konnten nur Nachrichten überbringen. Und sollten die dann andere Aufgaben übernehmen, sollte ein Bote-Mausdroide zum Beispiel putzen können, musste der erstmal umprogrammiert werden, damit er seine neue Programmierung ausführen konnte. Hier sehen wir jetzt scheinbar einige Polizeimausdroiden, die ihrer Pflicht nachkommen. Aber gebracht hat das, um ehrlich zu sein, herzlich wenig. Ich dachte, die benachrichtigen jetzt vielleicht Moff Gideons Einheiten und die versuchen dann da R5 zu besiegen. Aber nee, die haben R5 nur ein bisschen angestupst. Was soll das bringen, bitteschön? Auf der anderen Seite hätte wahrscheinlich auch einfach wirklich keiner die Möglichkeit gehabt, auf diesen Notruf einzugehen. Alle Truppen waren wahrscheinlich mit den Mandalorianern beschäftigt und konnten jetzt nicht unbedingt auf so einen kleinen Droiden da reagieren. Einerseits also irgendwie cool, dass die als Polizei aufgetaucht sind, andererseits wie gesagt auch so ein bisschen nutzlos. Wie fandet ihr die Szene?